Pele Wollitz, erneut herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Heute ein bisschen mehr erarbeitet als in Lichtenberg, oder? Ein bisschen schwerer war es schon. Ja, das war ja zu erwarten, dass es ein extrem anderes Spiel wird. Erstmal waren wir davon überzeugt und auch darauf vorbereitet, dass der Gegner sein System umstellt, dass er kompakter stehen möchte, als was er sonst auch schon macht, aber noch kompakter. Und dass er uns hinten rauslocken wollte. Aber ich der Mannschaft gesagt habe, dass wir heute aus einer guten Defensive spielen wollen, aus einer guten Organisation, dass wir einfach spielen wollen und dass man auch als Mannschaft in der Entwicklung auch die Geduld mitbringen sollte, um dann im richtigen Moment dann hoffentlich das entscheidende Tor zu erzielen. Und in diesem Spiel war es dann so, dass mit einer super Ecke, super Tor, ich habe am Mittwoch bzw. Dienstag zu Panzer gesagt, wenn er ein Tor erzielt in den nächsten Spielen, dann wird er auch Tore folgen lassen. Das ist so im Fußball. Und das hat er jetzt gemacht. Er hat das entscheidende 1-0 in Lichtenberg gemacht, entscheidende 1-0 heute hier. Und das sind wichtige Tore. 6-0 ist auch schön, aber es ist dann nicht mehr das Entscheidende. Und wie er dann wieder gearbeitet hat, kann ich nur einen Hut vorziehen. Und dann kommen wir aus der Halbzeit und schießen so ein Sonntagstor. Ein Spieler, der ja auch mehr hinterfragt worden ist als Unterstützer. Das freut mich ungemein für ihn, weil ich ihn damals geholt habe, 2019, weil ich davon überzeugt bin, dass das ein sehr variabler Spieler ist, sehr polyvalent, ausgestattet mit sehr vielen Möglichkeiten, auch vielen Positionen. Und wie er das im Moment interpretiert, hat er sich hier heute gelohnt. Er hat schon beim 2-0 gegen Lok Leipzig das Tor super vorbereitet, das 2-0 mit super vorbereitet gegen Babelsberg, und das sind dann Momente, das freut mich einfach. Und dann sind wir wieder in diesen Situationen, wo wir halt dann 3-0 folgen lassen können, 4-0 folgen lassen können, 5-0, haben eigentlich alles unter Kontrolle und machen das dann eigentlich in der 91. Minute nochmal spannend. Die Spieler sagen zwar, hätte man auch Foul geben können, nein, wir dürfen es ja gar nicht mehr dazukommen lassen, und dann kriegen wir danach nochmal eine Ecke, müssen die auch nochmal verteidigen. Man darf nicht dran denken, dass man dann hier noch 2-2 spielt. Das wäre ja noch mehr ärgerlicher gewesen, aber ansonsten war das erwartete Spiel, dass es hier heute kein Feuerwerk gibt von uns. Das war ganz klar die Strategie, die ich der Mannschaft mitgegeben habe. Hier einen offenen Schlagabtausch zu machen in der Phase, wo wir uns befinden, wäre wahnsinnig. Sie haben es ja schon gesagt, ein paar Mal, die Mannschaft läuft schon in der letzten Rille. Viele Spiele, 13 Spiele seit Anfang Oktober. Yannick Mede heute verletzt, schlimmer oder zu erwarten, dass er fit wird? Auf jeden Fall hat er Probleme mit der Schulter. Wir gehen davon aus, dass es ein bisschen geprellt ist. Das kann ich jetzt nicht abschließend sagen. Wichtig ist jetzt erstmal, ein, zwei Tage erstmal regenerieren, mal einfach abschalten. Die Spieler sollen mal die Seele baumeln lassen, sollen das auch mal genießen, sollen das auch mal reflektieren, was sie da eigentlich geleistet haben. Ich sage nochmal, wir haben das Spiel Tasmania genutzt, nicht übereinander zu reden, sondern miteinander, aber auf ein Niveau, was eigentlich dazu geführt hat, warum wir jetzt eigentlich da sind. Gerade in einer Phase, wo es ein Mensch braucht, unterstützt zu werden, ein Mensch braucht, die Hand zu reichen. Ich glaube, das haben wir richtig gut gemacht, haben wir sie da begleitet, und die Mannschaft gibt es jetzt in ihrer Art des Fußballs eindrucksvoll zurück, dass man echt in diesem Moment echt glücklich ist, das zu sehen, dass sie sich für ihr Einsatz, für ihre Art und für ihren Zusammenhalt auch in der Kabine belohnt. Genießen könnt ihr auch den momentanen Blick auf die Tabelle. Tabellenplatz 3, beste Saisonplatzierung bisher. Berliner AK und Dynamo nicht mehr weit weg, 4 Punkte nur noch. Dennoch erwartest du Luckenwalde, das ist das nächste Spiel. Es wurde abgesagt jetzt wegen Corona-Fällen gegen Lok Leipzig. Erwartest du, dass das Spiel stattfindet? Ja, das ist ja jetzt nochmal 8 Tage, das weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, also für die Mannschaft bin ich zufrieden, für die Mannschaft freue ich mich für dieses Momentum. Ich bin trotzdem mit der Ausbeute nicht zufrieden. Dafür gibt es viele Gründe, die jetzt alle aufzuzählen, warum das so ist, das würde jetzt auch zu lange dauern. Wenn wir die 3 Spiele spielen, hoffe ich, dass wir auch
mit der Situation, wie wir sie jetzt haben. Bisher gehen wir da gut mit um. Wir denken nicht so viel darüber nach. Auch heute, ich glaube, wir sind um 13:30 erst hier angekommen und um 14:05 Uhr hat das Spiel begonnen. Und in der Phase, wo wir uns befinden, brauchst du eigentlich eine gute Aktivierung. Aber die Mannschaft nimmt das im Moment und deswegen lassen wir es mal dabei. Aber für die ganze Situation, habe ich schon mehrmals gesagt, gibt es viele, viele Gründe. Ich hoffe, dass irgendwann mal ein Umdenken stattfindet, damit die Spieler, die dann in Cottbus kommen, dass sie mit Ruhe und mit der Sorgfalt, die ein Spieler braucht, begleitet zu werden, weil Unruhe stiftet nur dazu, Fehler zu machen. Und das, deswegen bin ich mit der Ausbeute nicht zufrieden. Die Mannschaft kann zufrieden sein, ich bin es nicht. Aber aufs Spiel gegen Luckenwalde bereitet ihr euch erstmal ganz normal vor? Ja, ich weiß nicht, woher das jetzt aufkommt, dass wir jetzt hier ein paar Tage frei machen. Die Mannschaft hat am Ende einer englischen Woche. Wenn es dann erst 8 Tage später ein Spiel gibt, hat sie bisher immer von mir 2 Tage frei bekommen. Aber wahrscheinlich muss ich mich jetzt noch rechtfertigen, dass die Mannschaft 2 Tage frei hat. Ich hatte ja auch schon mal gehört, dass wir zu wenig trainieren und die Mannschaft keine Kondition hat. Und deswegen habe ich, weil wir keine Kondition haben, habe ich sie jetzt 2 Tage freigegeben.